Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. 60 Parsecs. Ich glaube, das ist so eine Idee vom Intro, die im Kopf klüger wirkt, als sie am Ende im Video rüberkommt. Wir werden heute im Video das Katzenende versuchen. Das ist deswegen auch miau, 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 miau. Ich habe meine Anmoderation in Katzisch gesagt. Lustig. Okay, wir gehen mal rein. Gar nicht lange labern. Ich habe immer noch keine Ahnung übrigens, wie man das Katzenende freispielt. Dann das Spiel. Um mal immer zu entschleunigen. Das Spiel hat ein Update gekriegt vor 2 Wochen. Und seitdem gibt es 3 neue große, also mehrere, aber ich glaube, es gibt 3 große neue Storylines, wo man Enden mit freispielen kann. Einmal mit einem Raumschiff, haben wir schon gemacht. Einmal mit Hunden, haben wir versucht, aber wir sind gescheitert und wurden dann in ein Gefängnis gepackt. Und einmal mit einer Katze. Und das Katzenende, ich weiß nicht, wie man das freispielt. Ich habe aber im Video gesehen, da hat das jemand an Tag 16 gehabt. Und das heißt, du musst es ja recht früh kriegen. Meine Theorie ist, es bietet sich ja früh immer das Hundeende an. Ich werde einfach das Hundeende ignorieren und vielleicht kommt dann so die Katze dazu. Ich werde auch jetzt einfach blind was einsammeln und Leute mitnehmen. Gar nicht drauf achten, wen ich mitnehmen. Dass wir mal was anderes mit bei haben. So. Nehmen wir das mit, nehmen wir das mit. Boah, hab ich schlecht eingesammelt. Das wird ganz schwer zu überleben. Eieieiei. Das Katzenende kann ja nicht so schwer. Das Hundeende war schwer. Das Ende mit dem Raumschiff war easy. Hundeende war wirklich schwer, weil da musst du theoretisch an Tag 50 noch 2 Leute mit dabei haben. Und im Weltall kannst du nicht so leicht Essen finden. Das macht es halt wirklich, wirklich schwer. Wie viel Essen haben wir denn? Wenn es weniger als 5 ist, kann ich direkt aufgeben eigentlich. Sehen wir links oben. Reicht. Ist die Frage, Liebesgeschichte mit Megan beginnen? Oder mit... Didi, das kenne ich, der Lois. Didi Dawkins, stimmt. Ja, wir müssen natürlich jetzt erstmal gucken, dass wir die Katze kriegen. Das ist die größte Schwierigkeit. Es gab einen Knall und wir müssen uns jetzt warm halten. Ich guck mal kurz, wie die zu mir stehen. So, wir haben eine Rede gehalten. Wie kam die denn an? Ich umarm die einfach mal, scheiß drauf. Oh, hat keinen gestört. Ich lass mal Megan das Essen checken, wie viel wir noch haben. Vielleicht findet die ja sogar noch eine Dose irgendwo. Sie hat eine Dose verloren. Wie kann man eine Dose... Ist ein L. Der Lauf ist jetzt schon eine Katastrophe. Uns fehlen so viele... Wir haben halt kaum Gegenstände. Nein, wir können das nicht verbessern. Ich verbessere mal die Rüstung, um die dann gleich kaputt zu machen. Aber Lebensmittel... Wir können halt nichts machen. Wir haben keine Gegenstände, weil wir so... Das ist halt das Problem, wenn du 2 Leute mitnimmst. Dann verpasst du manche wichtige Gegenstände. Gut, dafür haben wir reichlich Chemikalien, das ist auch ein Win, aber wir haben halt keine Gegenstände. Es ist tragisch. Wenn der Lauf am Ende erfolgreich wird, wäre ich sehr, sehr überrascht. Tag 10. Also jetzt langsam könnten... Oh! Wir haben einfach Essen gefunden. Okay, es läuft doch gar nicht so schlecht. Ich bin verstört, Captain. Du hast berichtet, dass du irgendwo im Shuttle ein Kind hast weinen hören. Nein. Nein. Wir hören einfach so Kinderschreie. Ja, ist doch entspannt. Das willst du doch auf dem Raumschiff hören. Essen jetzt hingegen wird schon langsam wieder knapp. Da müssen wir mal was nachproduzieren, sobald es geht. Da ist ein Raumschiff, das ist das... Oh, wir kriegen einfach was, nice. Ich würde es gerne machen, weil beim Raumschiffende gibt es ja noch... Also, wir haben das letzte Mal so gemacht, dass wir das Raumschiffende angepeilt haben und wir haben das Raumschiff klug und liebevoll gemacht. Du kannst aber auch machen, dass das Raumschiff einfach eine Killermaschine wird und alle umbringt. Das ist dann auch nochmal ein neues Ende. Ich sag aber nein, weil ich halt wirklich die Katze haben will. Der kommt mir nicht bekannt vor optisch. Ich lande aber mal trotzdem nicht, weil ich glaube, da waren wir schon. Das kann halt nicht lange gut gehen, ist das Ding, ne? Die Katze! Die Katze! Die Katze! Hallo! Hallo, miau! Eine eingehende Übertragung. Bonjour, Astrobürg. Ah, die ist Franzose, die Katze. Die Besatzung der La Veroniki heißt euch herzlich willkommen als euer offizieller Verbündeter von der Erde. Pardon, unsere KI ist ein klitzekleines bisschen verwirrt. Das war nicht in ihrem Programm. Ich würde mich aber gern mit Ihnen treffen, Bonjour. Dürfte ich auf einen Drink zu Ihnen an Bord kommen? Yes, yes, yes! Jetzt haben wir eine Katze und damit gibt es ein Ende. Und ich hoffe, das ist leicht, weil wir sind schon sehr tief drin im Abenteuer. Wir haben keine Waffe, wir können uns nicht gut dagegen verteidigen. Captain Felicity. Hallo Katze. Enchanté. Captain Felicity. Erste Katze im Weltall. Stolze Vertreterin der Regierung meines Landes. Die Besucherin streckte grüßend die Pfote aus. In meinen Namen und dem meiner Besatzung möchte ich Ihnen diese... Die gibt mir sogar was zu essen. Ich bin ähnlich drauf. Wie Sie sehen, ist Claudie die KI meines Schiffes. Nicht glücklich darüber, dass ich hier bin. Katze nicht gefunden. Die wollen nur Katzen am Schiff haben. Na gut. Felicity sagt, die Sowjethunde, ungezogene Straßenköter.
die amerikanischen Affen sind quasi Menschen. Wir französischen Katzen strotzen vor Anmut. Arrogante Penner, passenderweise Franzosen. Jetzt, wo wir Richtung Finale kommen, Didi, sorry, aber du, ich lass dich sterben. Jeden Tag erreiche ich zahlreiche Error-Meldungen von Claudi. Wirklich ist es meine Schuld. Ich sollte die La Veronique eigentlich nicht verlassen. Nicht vor unserer Rückkehr zur Erde. Ja, das Problem mit der Erde, die ist halt explodiert. Du kannst auf meine Hilfe zählen in der Zukunft. Aber die Erde, die ist nicht mehr da. Es tut mir leid. Und sorry, Didi, aber ich muss dich sterben lassen. Es geht halt leider nicht anders. Wobei, sie guckt so nett. Ich kann sie... Ich versuche sie am Leben zu halten. Aber allen Didi und Maggie, die machen ja nichts. Die haben mir bis jetzt noch nichts Positives gebracht. Die sitzen einfach nur und jammern. Also, wir kriegen hier eine Götzenstatue, das ist gut. Hat sich da vielleicht jemand bei uns eingeschlichen? Äußerst verdächtigt. Du hast nur einen Hinweis. Der Ausweis lag neben einer zugelöteten Lötungsklappe. Ist da jemand bei uns auf dem Schiff? Du hast die Wände abgeklopft, bis du auf einen Hohlraum gestoßen bist. Du hast eine Wandplatte entfernt und entdecktest ein menschliches Skelett, das ein Tagebuch umklammerte? Was meinst du mit Alien-Runen, Sir? Das ist kyrillisch. Moment. Was? Er wedelt den einen mit einer Waffe herum, während er die andere auf eine grässliche Wunde hält. Der Eindringling bist du. Er sieht genauso aus und bewegt sich genau wie du. Das verbind dich ruhig. Mir ist es egal. Mir ist es egal. Nimm die Verbandskasse. Wobei, vielleicht brauchen wir die Verbandskasse für die Katze. Nimm lieber die Götzenstatue. So. Gut, der mich zu erschießen, wenn ich nicht helfe. Also, da sollten wir schon helfen. Oh, das ist eine Waffe gegeben! Das ist insane. Wir können es jetzt verteidigen. Das ist exakt das, was wir noch brauchten. Auf ein Wort. Vom Captain zu Captain. Das Universum ist ein unerbitterter Ort. Furchtbar leer und deprimierend, nicht wahr? Okay. Meine Besatzung leidet darunter. Das ist deprimiert. Okay, die sind deprimiert. Dann nimm doch mal meine Socke. Und Katzen lieben doch so eine Socke. Katzenende ist recht easy und es läuft gerade richtig. Das Hundeende ist halt so lang. Das ist halt irgendwie 5 Phasen. Da musst du am Ende einen Planeten erobern. Wir kriegen sogar eine Schaufel geschenkt. Monsieur Astrobürger, ich dürfte Ihnen meine beiden treuen Offiziere vorstellen. Professor Anonu, der geniale Theoretiker, Madame Integra. Kommt ihr an mein Bord? Wir haben jetzt zwei Katzen an Bord. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein... Bitte seid süß, bitte seid süß, bitte seid süß, bitte seid süß. Oh, die sind süß. Die eine schläft da, die will mit der Socke spielen. Die wird wahrscheinlich die Socke auch kaputt machen, früher oder später. Wer eine Katze an Bord hat, der muss doch damit rechnen, dass die Katze was kaputt macht. Das muss doch auch gut für die Stimmung sein, einfach zwei Katzen an Bord zu haben. Seit ihre Meister ausgestorben sind, leiden die Pflaumschuppen unter Freiheit. Wer leidet denn unter Freiheit? Sie sind daran nicht gewöhnt und stehen kurz vor dem Aussterben. Spendet Suppe für die armen Pflaumschuppen. Mehr als eine Dose ist gar nicht nötig. Nehmt, wir haben genug, wir haben genug, wir haben genug. Katzenende, nächster Schritt. Let's go. Wir kriegen 25 Energie. Warten Sie, das ist zu hoch. Sie können da nicht drauf. Jammert Professeur Anonyme. Ich, übrigens, ganz Französisch hier. Ich spreche es furchtbar aus. Kann ich nicht. Während er seiner Partnerin die Kabinenwände hinauffolgt. Beide Katzen nähern sich den Kabinendecke. Meine Pfoten, sie rutschen ab. Diese Höhe, klagt der Professeur. Wir werden hier oben sterben. Das Ende naht. Au revoir, grausame Welt. Ich habe ganz offiziell die Nase voll, Captain. Komm, wir geben denen was zu essen und die sollen dann die Klappe halten. Hierher, Kätzchen. Du hast eine Dose Suppe geöffnet. Ich verdanke ihnen mein Leben. Und wieso sind die so Draufgänger, die Katzen? Die Katzen sind aber viel, viel lustiger als die Hunde. Ich weiß nicht wie, aber ich habe wieder sicheren Boden an den Füßen. Du landest doch eh auf den Pfoten. Es ist mir eine Ehre, ihnen als Belohnung meinen wertvollsten Besitz zu schenken. Behandeln Sie ihn gut, sagte er mit Tränen in den Augen, während er dir ein zerknülltes, vor Sabbat triefendes, mit Bissspuren übersätes Stück Papier reichte. Ich kann jetzt nicht mit Ihnen sprechen. Die Kabinendecke erfordert meine sofortige Aufmerksamkeit. Die Katze hat uns aber noch ein Feuerzeug gebracht. Ehre, stark. Wenn du halt wo landest, kannst du halt Orte erkunden und damit kannst du halt viel leichter Essen finden. Gut, da kann auch jemand sterben, aber es macht es halt ein bisschen leichter. Es wärmt mir den Prozessor, wenn eine KI sich mit ihrer Besatzung versteht. Oh, Megans Kindheit bestand nur aus den Lehren für die Schule und Aushilfen im Lande ihrer Eltern. Sie wollte schon immer Gedichte schreiben. Ich mache ein bisschen Licht an dafür. Unsere Weltraumerkundung ist offiziell abgeschlossen. Ein großer Triumph, nicht wahr? Ein kleiner Schritt für ein Dutzend Katzen, aber ein großer Schritt für das Katzenvolk. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe und Freundschaft. Wir verschieben unsere Heimreise zur Erde auf unbestimmte Zeit. Die Erde gibt es nicht mehr. Wir planen jetzt eine Kolonie zu gründen und uns dort mit Claudie niederzulassen. Muss ich erst noch mit denen landen? Ist das ein längeres Ende? Oder ist es das Ende? Ende, Ende? Ende, Gelände? Ende! Let's go! Katzenende. Das war richtig entspanntes Katzenende. Das wirkt schwerer, aber wenn wir zwei Leute auf einmal haben, dann kriegen wir das ganz locker hin. Okay.
Du hast zugestimmt. Ja, das ist sehr, sehr cool, das Katzenende. Er sieht auch nach dem perfekten Planeten für Katzen aus, ne? Riesige Wollknäule überall. Episch. So schlossen sich Captain Emmett Ellis und seine Besatzung den Katzenkorps der französischen Weltraumprogramms Claudi an. Auf seiner Suche nach Freiheit, Gleichheit, Katzenfutter und weichen Katzenstreu. Und nach jeder Menge Spielzeug und Streicheleinheiten. Und nach ausgiebigen Nickerchen und das Ganze... Was ist für uns? Egal. Und das Ganze findet auf jeden Fall ohne Hunde und ohne kleine Hüte statt. So viel ist sicher. Warum? Mögen Katzen kleine Hüte nicht? Die Freundschaft und Unterstützung von Captain Ellis halfen Didi dabei, einige ihre Ängste hinter sich zu lassen. Freunde kommen und gehen, doch Astrobürger-Freunde sind für Ewigkeiten. Okay, bestärkt durch seine okay. Wir sind jetzt Erforscher, das ist immer dasselbe. Captain Emmett, wenn überlebt, wird er Forscher. Ende. Relativ unspektakulär, ehrlich gesagt. Wir sind einfach auf dem Planeten gelandet und leben da jetzt mit Katzen. Ich weiß, 60 Parsecs als Marke ist jetzt nicht der Dauerrenner auf YouTube, aber ich finde das Spiel interessant, deswegen wollte ich das mal zeigen. Ich werde hier auch bald vielleicht mal einen Stream machen. Könnte man dann ja ein paar andere Enden probieren. Mal gucken. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Und ciao.